Guten Morgen, hier ist wieder eure Vanessa. Heute habe ich am frühen Morgen ein bisschen mehr Zeit und deswegen gibt es ein leckeres, herzhaftes Sandwich. Ihr werdet euch wundern, dass dort auch ein bisschen Obst drauf zu finden ist. Ich habe früher immer gedacht, ui, diese Kombination aus herzhaften und Obst, nee, das kann doch nicht schmecken. Aber ich habe es ausprobiert für euch und es ist echt richtig lecker. Und zwar werden wir gleich kross gebratenen Räuchertofu mit Cashewmus, Avocado und Apfel kombinieren und dazu noch so geraspelte Möhren. Das ist echt lecker, wenn man da reinbeißt. Super knackig, frisch und vor allem wie immer sättigend und gibt Power für den Tag. Ich würde sagen, legen wir los. Als erstes schneidest du eine geschälte Möhre in dünne Scheiben mit einem scharfen Messer. Nun nimmst du einen Apfel und wenn du hast, nimmst du einen Apfelkernausstecher und stichst das innere Kerngehäuse heraus. Nur gib Acht, denn die Zacken können böse Verletzungen verursachen. So können wir nämlich jetzt aus dem Apfel wunderschöne Scheiben schneiden. Für die Sandwich brauchen wir ca. 4 bis 5 Scheiben. Entweder hebst du dir den restlichen Apfel auf, für später zum Naschen, oder du machst es wie ich und isst ihn einfach nebenbei. Die Avocado entkernen wir, indem wir sie waagerecht einschneiden. Und dann mit beiden Händen in die entgegengesetzte Richtung drehen. Siehst du, wie einfach es geht? Nun können wir mit einem Löffel ganz simpel das Fruchtfleisch der Avocado entfernen. Wie cremig es ist. Richtig schön frisch. Es ist pur voller gesunder Fette, die deinem Körper richtig gut tun. Jetzt nimmst du dein Lieblingsvollkornbrot und schneidest dir 4 dünne Scheiben ab. Sicher, du könntest auch 2 dickere nehmen, aber bei 4 dünneren hast du 2 Sandwiches und du hast das Gefühl, einfach mehr zu essen. Und jetzt nehmen wir den Räuchertofu und schneiden ihn in wunderbare dünne Scheiben. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne. Wie immer nehme ich da gerne mein selbstgemachtes Knoblauch-Chiliöl, wenn es besonders aromatisch werden soll. So können wir jetzt den Räuchertofu so richtig schön knusprig anbraten. Zwischendurch solltest du ihn wenden, sodass er nicht anbrennt auf der einen Seite, sondern schön gleichmäßig gebräunt wird. Denke dran, ihn immer zwischendurch zu wenden. Nun, in der Zeit, wo der Tofu bratet, belegen wir unser Brot schon mal und bereiten ihn dafür vor. Bestreiche eine Scheibe mit dem Cashewmus.
natürlich jeweils eine Scheibe. Das wird die Unterseite sein. Oder auch die Oberseite, wie du magst. Die anderen Seiten jeweils zwei Stück, oder beziehungsweise jeweils ein Stück, da zerdrücken wir einfach die Avocado drauf. Die Avocado verträgt gut ein wenig frisch gemahlenen Pfeffer und Salz. Das macht sie noch ein wenig würziger. Nun kommen die Apfelscheiben drauf, die Möhrenstreifen und jetzt kommen wir zu unserem kross gebratenen Räuchertofu. Als krönenden Abschluss legen wir die Scheibe mit dem Cashew-Mousse auf das Sandwich und schließen es damit. Morgen, ihr Lieben! Das heutige Frühstück habe ich für euch mal in flüssiger Form, in Form eines Shakes oder wie man auch heutzutage ganz gerne sagt, eines Smoothies. Dieser Shake wird aus verschiedenen leckeren, sättigenden Zutaten